Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pokémon Rot. Wir waren hier stehen geblieben auf dieser Route hier. Und jetzt geht's hier auch weiter. Babs, möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Spielen? Nein, bitte nicht. Boah, ich wollte nur mit meinem Willi in deine Dude rein. Geh, Dude. Bim, Dude. Wieso habe ich jetzt ein Stein-Pokémon vorne? Nee, nicht Xenol, sondern Benny LP, genau, komm rein, Bro. Aber der ist verdammt stark, der Typ, ey. Schon Level 44 und nee, ey. Nee, doch nicht jetzt. Alter, wann lernt überhaupt Glurak Flammwurf? Es kann, glaube ich, sein, dass er mit 54. Level erst sowas lernt, oder? Kann das sein? Das wäre jetzt nämlich scheiße. Bams, verbrenn, du fettes Kind. Yeah. Mirapla sieht aus wie der Pac-Man. Was für Pac-Man, was laber ich da? Och, ich laber nur Scheiße. Ich weiß nicht, warum, woran es liegen könnte. Naja, Glut, Bams, du bist tot. Okay, das war's mit dir. Was auch immer du warst. Du Pfadfinderin. Stimmt, es war eine Pfadfinderin, ne? So, Pfadfinderin ist besiegt. Ich war zu ungestüm. Oh. Okay, warte mal. Gibt es hier keine Trainer mehr? Doch, jetzt sind Schüler, glaube ich, anwesend. Das heißt, wir benutzen unseren Kampf-Pokémon, unser Kampf-Pokémon Kikli. Bams. Okay, wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbei... Okay, du bist... Was? Du bist ein... Was? Du bist ein Flug-Pokémon... Vogelfänger? Jetzt habe ich... Och, jetzt habe ich umsonst den nach vorne getan. Boah, bin ich blöd. Nee, jetzt ist auch zu spät. Da benutze ich jetzt mal Stärke. Ich wollte schon sagen, Stärke-Kick, ey. Nee, es heißt ja normal Stärke und es ist sogar im One-Hit. Das ist ja immer sehr nice. Okay. Porenta. Da holen wir Ariane rein. Komm, Bams. Welches Level hat Ariane denn? Level 33 ist ja sau schwach. Wir brauchen anscheinend nicht so viel Donner. In dieser Generation braucht man halt nicht so viel Donner. Naja, wir müssen sie jetzt auch mal ein bisschen leveln. Okay, komm mal nach vorne. Yeah. So, Bams, Donnerblitz, yeah. Ich weiß jetzt genau, dass du jetzt nicht mehr atmen kannst, du Pisser, yeah. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Donnerschock reicht. Ich probier's mal aus. Ich bin mir sicher, dass es nicht reicht. Oder? Doch, es reicht. Okay, perfekt. Ab sofort gegen Topsies nur noch einen Donnerschock benutzen. Oh, au, das ist tragisch. Okay, warte mal. Wir tun Ariane nach vorne. Also ganz nach vorne, damit sie natürlich gelevelt wird. Oder das Pikachu. Meine Vögel schaudern. Du musst wirklich sehr gut sein. Alles Chlor mit Chlor. Okay, Vogelfänger möchte kämpfen. Setzt Dodri ein. Okay, interesting. Aber dagegen ist dein Dodri nichts im Gegensatz zu meinem Pikachu oder... Nee, ist ja ein Raichu jetzt. Was laber ich da für eine Scheiße? Es ist ein Raichu, Leute. Mann, ich bin blöd. Naja. So, dann gehen wir... Oh, Level 34. Okay. Ich glaube, im nächsten Part gehen wir dann wirklich zum Kraftwerk. Das heißt, wir werden dann Zapdos Gesellschaft leisten. Genau. Da müsste ich mich noch wegen der Siegestraße informieren. Okay, Dodo wird in den Kampf geschickt. Ist mir völlig egal. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Karte für das Kraftwerk holen soll, weil es eigentlich unnötig ist. Aber ich werde es, denke ich, trotzdem machen, weil es einfach sicherer und ich weiß dann Bescheid. Dann werdet ihr euch nicht so langweilen, wenn ich mich da rumirre. Ich lag also richtig. Ja, da liegst du immer richtig. Wie ein Schlag von Mike Tyson. So. Route 15 Westen, Fuchsiana City. Ich will aber gar nicht nach Fuchsiana City, sondern ich will jetzt nach Lavandia. Hi. Wunderbar. Da kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe. Okay, welche Pokémon hast du denn getauscht? Bestimmt so Lappen-Pokémon. Genau, du hast drei Pokémon. Duflor. Interesting. Wird dir aber nichts bringen. Weil ich Benny LP habe. Bams. Komm mal rein.
und fackel es mal ab. Also Gift schadet mich immer. Das nervt. Mm. Säure bringt dir nichts, weil ich schon vergiftet bin. Also Glut ist ein One-Hit. Wann lernt endlich mein Glurak endlich mal Flammenwurf? So, Mirapla, okay, das hast du auch anscheinend getauscht. Warte, wird aus Mirapla nicht Dufflor? Doch, ja, es wird aus ihm wird Dufflor, glaube ich. Und aus Dufflor wird dann Gifflor. Aber ich denke wahrscheinlich, nee. Also wahrscheinlich hat sie dieses Pokémon nicht. Und ich hatte recht. Es hat nur noch ein Mirapla noch übrig. Die Pokémon hast du getauscht oder was? Ist ja voll der schlechte Tausch. Was hast du denn angeboten? Ein Raupi? Naja. Gut. Das muss sein. Nicht gut genug. Ja, hast du recht. So, da ist die Schönheit. Yeah. Komm, Baby. Komm nach Hause zu mir. Ich trainiere Pokémon, weil ich alleine lebe. Ich trainiere Pokémon, weil man sie im Club nicht sieht. Okay. Oh, Schönheit, Madame. You want to fight? Och nee, nicht Bisasam. Boah, ich muss in Bisasamen, ey. Okay, warte mal. Benny, El Per, komm mal rein, Bro. Ich will, dass er endlich mal Flammenwurf kann. Ich bin mir sicher, dass man das, glaube ich, bei dieser einen Münzdingsbums da bekommt. Also da bekommt man die TM Flammenwurf, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Da müsste ich mal offscreen danach schauen. Und das dann mal holen. Okay, dieser Knoss wird in den Kampf geschickt. Also ich müsste mal offscreen ganz viele Münzen holen. Und dann... Oh, der lebt noch. Und dann halt, was soll ich sagen, und dann halt diese TM mal kaufen. Andere Wahl bleibt mir jetzt nicht, ne? Okay, Schönheit ist besiegt. So habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Ah. Okay, das sind noch ein paar Gangster. Mit deinen Moneten. Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Und was, wenn ich verliere? Was, wenn ich gewinne? Interessant. Da gibt es auf einmal keine Antwort dazu. Ich weiß, Leute, dass es NPCs sind, aber trotzdem, ich will eine Antwort drauf. So, Donnerblitz müsste weichen, um dich erstmal wegzubleichen. Ey, yo. Okay, es hat sogar gereicht. Okay, was hast du denn noch für Pokémon? Noch ein Slimer, okay, interesting. Dafür haben wir aber Georock. Komm mal her, Bro. Also wir müssen schon ein bisschen strategisch kämpfen. Und versuchen halt unsere schwächsten Pokémon halt auch zu leveln. Also meine schwächsten Pokémon. Wir müssen halt auch mal leveln. Und 37 ist ein schwaches Level im Gegensatz zu meinen anderen Pokémon. Von dem Ariane ist das schwächste Pokémon. Müssen wir halt leveln, ne? Aber ich denke, das passt schon mit dem Leveln her ungefähr. Ich finde, ist gar nicht so schlimm. So schlimm ist es jetzt nicht, ne? Pokémon Gelb hat man ja am Anfang ein Pikachu. Das ist sehr interesting. Da gibt es zum Beispiel keinen Glurak und so. Ist voll schade. Naja, das darf nicht wahr sein. Mensch, oh Mensch. Hey, Kleiner, lass uns kämpfen. Yeah. Ja, ich kämpfe den ganzen Tag, auch wenn es Gary nicht mag, ey. So, 5 Pokémon ab. Oh. Wird auf jeden Fall sehr langweilig. Ich müsste eigentlich mal speeden, aber das mache ich nicht. Ich bin kein Speeder, Leute. Wieso auch? Wieso sollte ich speeden? Es ist ein Pokémon-Spiel. Ich genieße das. So, Bams. Okay, Level 35, yeah. Geht doch, ey. Smogon, okay, Bams. Dann hol mal Georock Wine und zeig mal, was du kannst. Yeah. Yeah. Okay. Raichu ist immer noch unser schwächstes Pokémon, aber es wird sich bald widerlegen. Wie deine Zähne, sie werden sich bald widerlegen, ey. Ho, 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 ho. Okay, noch 3 Pokémon hast du. 3 Gin-Pokémon. Yeah. Ich habe mir auf jeden Fall die Serie zwischen, also von South Park geschaut. Gin Pokémon. Ich finde die eigentlich cool. Ich kann sie vor dem South Park Spiel noch gar nicht. Die habe ich mir erst ungefähr, ich weiß gar nicht, wann ich, ja, die habe ich mir heute erst angeschaut. Was habe ich da, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Nee, es war heute, habe ich es angeschaut. Und ich fand es irgendwie lustig. Es passt auf jeden Fall zu diesem Spiel, zu South Park. Muss ich ehrlich zugeben.
Und ich weiß, Leute, dass es schon ein paar Monate her ist, wo ich das Spiel gespielt habe und Let's Played hatte. Aber ich kann mich halt immer noch an dieses Spiel erinnern, weil es saugeil war. Naja, jetzt geschweifen wir vom Thema ab. Wir müssen jetzt erstmal dieses Pokémon Trainer besiegen und dann weiter mit den schiefen Zähnen. Ich weiß aber gar nicht, wie lang die Route ist. Ich bin mir sicher, dass es noch eine lange Route gab. Georok erhält bla bla. Okay, das war's mit dir. Warum habe ich verloren? Ja, keine Ahnung. Weil du schlecht bist vielleicht. Macht das einen Sinn vielleicht? Du siehst lampfroh aus. Lampfrom aus, dann habe ich eine Chance. Ne, hast du nicht. Auch wenn ich lampfrom, was weiß ich, was das ist, bin oder Salatkuh bin. Pikachu. Interesting. Sau interessant. Komm mal, Gerock. Komm mal rein. Yeah, und zeig mal, was du schranz so. Du kannst ja schon viel hier. Donnerwelle bringt denn nix, du Vollpfosten. So, Stern, schau mal, wie viel zieht denn das ab? 2 KP ist ja nicht viel. So, Schaufler, du machst Sternschauer. Ja, willst du mich verarschen? Du triffst mich auch unter der Erde? Das ist ja mal interessant. Habe ich vielleicht gar nicht gewusst. Ich dachte, nur Erdbeben geht unter bei Schaufler. Das ist interessant, Leute. Das ist sau interessant. Naja, jetzt wisst ihr Bescheid. Bam, Schaufler und dann machst du Heuler. Ist mir völlig egal, dann kriegst du erstmal einen Schaufler in deine Fresse. Yeah, bam, du bist taut. Wieder Beschützer? Okay, ich hör wirklich damit auf, ey. Sag ich schon seit 4 Parts oder so und ich hör immer noch nicht auf. Du bist ein Wolf im Schafspelz. Was für Schaf? Was laberst du? Naja. Du bist ein gewitzter Kerl. Ey, was für ein Gewitz? Was ist das denn bitte? Alter, ich habe diese Wörter noch nie gehört in meinem Leben. Naja, dann knallen wir dich erstmal und kaufen den Kuchen. Yeah, weil wir nett sind und nicht asozial. Yeah. Okay, das war's mit Tauburga. Bams, mit Donnerblitz bist du taut. Wieder, oh, ich wollte schon wieder sagen, ey. So, Schönheit wird Knuddeluff in den Kopf schicken und dafür haben wir einen Thai-Boxer oder keine Ahnung, was das ist. Also ein Kickboxer eher. Und zwar Kickly. Und was machst du denn? Was kannst du denn? Ein Fegekick. Bams. Aber mir kommt so vor, als hätte Kickly nur noch eine Kampfattacke. Also nur noch Fegekick. Stimmt, ich habe ja Stärke anstatt Doppelkick beigebracht. Und du siehst so süß aus. Ja, ich weiß. So, weiter geht's. Hi. Hey, ich will nicht unbedingt, aber lass uns denn auch kämpfen. Du willst nicht und dann willst du doch kämpfen? Verstehe ich nicht. Naja, du bist ein Vogelfänger, du kriegst erstmal schnell auf die Fresse. Weil ich habe als erstes Ariane drinnen. Yeah. Hat sich sogar gereimt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja, Donnerschock, Bams. Ich weiß jetzt genau, was du jetzt denkst. Du bist Shit, der Pisser of the Mans. Yeah, Ibita kommt in den Kampf. Yeah. Aber, warte, ich wollte kein Donnerschlag. Oh. Jetzt vielleicht ist es ein One-Hit. Natürlich nicht. Aber was willst du jetzt machen? Noch ein Donnerschock. Bams, du bist tot. Okay. Das war's mit Ibitas Karriere oder mit dem Vogelfängers Karriere. Yeah. Ich wusste, ich würde verlieren. Also wieso kämpfst du dann, du Vollidiot? Naja. Wir müssten auch mal die ganzen Leute trotzdem nochmal ansprechen. Boah. Los, lass uns kämpfen. Auf den Kampf, los. Ich schubse dich vom Fahrrad und du riechst am Sattel, ey. Was laber ich da? Naja, 4 Pokémon. 4 Gin-Pokémon. Gin-Pokémon. Gerock, Chroma Wine. It's Cowabunga Time. Ey. Gerock, zeig mal, was du kannst. Yeah. Okay, ich glaube, wir schaffen nicht die ganze gesamte Route, also das könnt ihr vergessen. Dass wir das wirklich in einem Part dann machen. Es dauert mir zu lang, also ich will jetzt auch nicht übertriebene Parts machen. Deswegen werden wir mal schauen. Bis ungefähr 22 Minuten ungefähr. Wenn ich dennoch noch Lust habe, dann mache ich halt weiter.
Aber wenn ich dann keine Lust mehr habe, dann mache ich nicht mehr weiter. Weil meistens langweilt mich dann sowas. Aber ich kann ja nicht immer zu ein Spiel jetzt den ganzen Tag aufnehmen. Das dauert zu lange. Ich bin jetzt beim dritten Part heute am Aufnehmen. Und das wird nach einer Zeit also schon ein bisschen langweilig. Ich finde es jetzt nicht langweilig, aber ich will halt auch nicht so einen langen Part jetzt noch machen, ne? Ein bisschen kurzen und dann mache ich eine kurze Pause und dann vielleicht geht's später weiter. Bams. Also dann nehme ich wieder weiter auf. So, Bams, noch ein Erdbeben. Ich habe nur noch ein Erdbeben, Alter. Und das letzte Erdbeben bekommst du, Smogon. Fühl dich geehrt, Bro. Denn jetzt bist du tot. Yeah. Okay, Gearrock ist Level 39. Das ist ja mal schön. Damit bist du besiegt. Ach, hau bloß ab. Wieso? Du wolltest doch kämpfen. Naja, egal. Zerschneider, Bams. Was gibt's denn hier eigentlich noch? Ich werde mit euch eine irgendein Item. Oder ist das einfach nur eine Abkürzung? So sieht's aus, da ist nur eine Trainerin. Oder gibt's da noch... Ja, hier gibt's ein Item. Cool. Du kannst gerne weiter als... Och, leck mich. Was könnte das sein, Leute? TM6, was ist das? Toxin, interessant. Das behalten wir auf jeden Fall. Boah, die VMs brauchst du alle nicht mitzunehmen. Schädelwumme, nee. TM23, nee, das ist ja Drachenwut. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Sprudel kannst du in den Müll schmeißen, brauche ich nicht. So, Bams. TM20, warte mal, was ist das denn für eine TM? Schauen wir mal nach. Raserei, nee. Kannst du in den Müll schmeißen. Brauche ich nicht. So, Bams. Okay. Da gab es noch eine Trainerin, ne? So wie ich richtig sehe. Ja, ist eine Trainerin. Sehr gut. Pokémon zu tauschen ist wirklich cool. Yeah! Okay, du hast wahrscheinlich mit der unteren da getauscht, oder? Ja, du hast ein Pipi bekommen. Du wurdest fett verarscht. Ne, wobei. Du hast die fett verarscht. Weil das Pokémon ist gar nicht... Das ist viel besser als Myrapler. Weil Myrapler bekommst du in jeder scheiß Ecke. Aber gut, Pipi bekommst du auch. Was? Mit... Was? Metronom, Alter, geil! So eine meiner Lieblingsattacken aus der ersten Generation. Ohne Scheiße, das ist meine Lieblingsattacke. Oder allgemein meine Lieblingsattacke, weil die saugeil ist. Naja. Ich sagte tauschen. Aber wieso kämpfen? Wieso willst du dann gegen mich kämpfen, Alter? Ich verstehe die Leute nicht. Keine Ahnung, was sie von mir wollen. Alter, mein Glurak ist ja fast am Absterben, ey. Das ist ja mal scheiße. Okay, da sind zwei Pokémon-Trainer. Oder zwei Writer. Hey, ein Pokémon-Kampf, cool. Leg los, Kumpel. Mich würde mal wirklich interessieren, wie viele Trainerkämpfe es insgesamt in einem Pokémon-Spiel gibt. Das würde mich sowas von interessieren. Meint ihr, man kann sowas finden? Im Internet? Ich denke schon. So Informationen, wie viele Trainer es genau gibt in dieser Edition und so weiter. Das wäre ziemlich cool. Okay, Bams, Level 36. Okay, Slimer wird in den Kampf geschischt. Dafür bekommst du einen fetten Roundhouse-Kick, wobei... Gira, Chroma, Wine, aber du hast leider kein Ding mehr, ne? Du hast... Pff, der hat kein Ding mehr, nee. Der hat kein Erdbeben mehr drauf. Stimmt, aber du hast noch Schaufler. Also passt das schon. So, Bams, Schaufler in deine Fraser. Slimer ist Geschichte. Wie... Streber, ey. Fall erwischt. Sehr gut, ich brauche einen Zeitvertreib. Dann geh doch einfach Tennis spielen. Oder was anderes machen. Du bist doch auf dem Rad. Wieso fährst du nicht einfach mal Rad? Du Fickerrad. So, was wollen wir dagegen tun? Und zwar Gearrock, yeah. The Rock, nee, Gearrock, yeah. Viel cooler. Aussetzer, was wird blockiert? Steinwurf ist mir völlig egal. Steinwurf ist mir jetzt echt völlig egal gerade.
weil es ja nicht wichtig ist und keine Schwäche von denen ist. Sondern nur Boden ist ja Schwäche von Gift. Genau. Bams. So, der Part ist auch gleich mal beendet. Ich werde, denke ich, jetzt erstmal ein bisschen kürzere Parts machen. Damit wir auch ein bisschen mehr Parts haben. Damit ich nicht immer alles so übertrieben lange mache. Dann habt ihr auch mehr Tage zum Zuschauen. Ist auch besser so, denke ich jetzt mal. So, Smogon wird in den Kampf geschickt und Bams. Okay. Ich weiß jetzt genau, was du jetzt denkst. Du kriegst eine Schaufler in deine Fresse, du kleiner Schussel. Du Dussel. Okay, das war's, Leute. Das war's mit dem Biker. Yeah. Du hast mich besiegt? Oh, Mann. Okay. So, Bams, Zerschneider. Wo bist du? Ah, hier bist du. Okay, Zerschneider, Bams. Gab's denn nicht einen Trainer? Nee, da ist gar keiner. Wieso sollte ich denn hier hingehen? Ich glaube, hier kann man ein bisschen überspulen, oder? Okay, Leute, im nächsten Part geht's dann hier weiter. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut rein. Ciao. Bei Pokémon Route. Yeah.